Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich will Sie auf eine ganz kurze Wanderung durch die fast 100-jährige Bibliotheksgeschichte oder fast 100 Jahre Bibliotheksgeschichte nehmen. Es wird eher ein Galopp in 10 Minuten. Zwei Vorbemerkungen hätte ich dazu noch. Lassen Sie sich bitte nicht verwirren, wenn ich hier von der Deutschen Nationalbibliothek mit verschiedenen Namensformen spreche. Meistens kommt die Deutsche Bücherei vor, einfach als das Gebäude, in dem das meiste stattfand. Manchmal auch die Deutsche Bibliothek, dieses Haus hier. Alles gehört zu dem, was wir heute die Deutsche Nationalbibliothek bildet. Und die zweite Vorbemerkung ist, alles, was ich Ihnen gleich erzählen werde, sollten Sie bitte mit dem Hintergedanken hören, die Deutsche Nationalbibliothek ist von jeher eine Präsenzbibliothek. Das heißt, sie hat schon immer einen sehr kontrollierten Zugang zu ihren Beständen gehabt. Warum man dann nochmals separieren muss, versuche ich Ihnen gerade zu erklären. Als Egon Erwin Kisch 1925 seine Reportage Die Giftschränke der deutschen Bücherei, da kommt unser Titel her, veröffentlichte, hatte er vor allem seinerzeit als sittenwidrig klassifizierte Veröffentlichungen gesehen, die in der Weimarer Republik als Schund- und Schmutzliteratur, Schmutz- und Schundliteratur hieß es offiziell, konfisziert und sekretiert wurden. Es gab für deren Verfolgung sogar eine eigene Abteilung bei der Berliner Polizei und der Generaldirektor der deutschen Bücherei verwandelte sich dafür, aus dem konfiszierten Material Belegstücke für seine damals noch junge Bibliothek zu erhalten, mit Erfolg, wie zahlreiche mit dem entsprechenden Stempelabdruck versehene Bücher in unserem Bestand belegen. Als 1933 die Nationalsozialisten die Macht an sich rissen, begann eine radikale Gleichschaltung nicht nur des Staats und seiner Institutionen, sondern auch der Kulturwissenschaften und der Künste. Es wurden Bücher verbrannt, umfangreiche Verbotslisten erstellt. Die aus dem wöchentlichen Verzeichnis der deutschen Nationalbibliographie ausgesperrten Anzeigen neu erschienener, aber unliebsamer Werke wurden in separaten, jetzt kommt der Titel, Listen der in der deutschen Bücherei unter Verschluss gestellten Schriften verzeichnet. Diese Listen stellten somit gleich das Inventarverzeichnis für weitere Giftschränke dar. Der Titel spricht für sich. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die zwischen 1933 und 1945 sekretierten Werke, vor allem die Exilliteratur, aus der bibliothekarischen Verbannung geholt. Ihr Platz wurde von den nationalsozialistischen Werken eingenommen, von denen nun wiederum die öffentlichen Bibliotheken gesäubert wurden. Das war als Maßnahme noch des Neubeginns und der von den Alliierten angestrebten Umerziehung nach den 12 Jahren der NS-Herrschaft verständlich. Sehr bald kam aber auch die in der DDR aus vielerlei Gründen, vorwiegend ideologisch aus dem Geist des Kalten Krieges motivierten, wegzusperrenden Werke in das separate Magazin. Giftschränke genügten nun schon lange nicht mehr. In der nun entstehenden dritten Gruppe von unter Verschluss stehenden Werken fanden sich Schriften, die gegen den Staat DDR und die sozialistische Staatengemeinschaft gerichtet waren, die sich kritisch mit der marxistisch-leninistischen Ideologie auseinandersetzten oder die anderweitig Anlässe für eine besonders vorsichtige Behandlung boten. Bücher von Autorinnen und Autoren, die der DDR den Rücken kehrten, wanderten aus dem allgemeinen Magazin in das separate. Das betraf dann auch bald ehemalige Exilierte, deren Werke nun erneut unter Verschluss gebracht wurden. Kleine Anekdote am Rande. Eines dieser Werke von einem aus der DDR weggegangenen Autor Erich Löst enthält wunderschöne Beschreibungen über die Zustände in diesem Sperrmagazin, die dann vermutlich gleich mit weggesperrt wurden. An dieser Stelle muss, obwohl es ein bisschen weit ab vom Thema ist, wenigstens kurz darauf hingewiesen werden, wie eine Institution wie die Deutsche Bücherei unter wechselnden politischen Verhältnissen für staatliche Literaturüberwachung und mithin Zensur instrumentalisiert werden konnte. Dank eines ganz formalen Sammlungsprinzips, ich vereinfache es ja jetzt ganz stark auf den Begriff deutschsprachige Medienwerke, gelangen alle dazugehörigen Veröffentlichungen ohne inhaltliche Bewertung in die Bibliothek. In einer solchen Registratur lassen sich dann ganz einfach oder lässt sich ganz einfach eine Form der Nachzensur ausüben, bei der bereits Publiziertes dem Publikum wieder entzogen wird. Im Gegensatz zur eigentlichen Zensur, die das Erscheinen unliebsamer Werke von vornherein unterbinden will, möglicherweise sogar das Entstehen. Das Leipziger Sperrmagazin, dessen Umfang kontinuierlich anwuchs, erhielt den durch Umständlichkeit verschleiernden Namen Sachgebiet für spezielle Forschungsliteratur mit einem eigenen Lesesaal, der nur mit einem besonderen Nachweis des wissenschaftlichen Verwendungszwecks benutzt werden konnte. Eine etwas abgemilderte Form des erschwerten Zugangs zu bestimmten Beständen war die Kennzeichnung als bedingt verleihbare Werke. Diese blieben zwar im allgemeinen Magazin stehen, im Benutzungsfall wurde jedoch besonders gründlich geprüft, wer da welche Werke in den Lesesaal bereitgestellt haben wollte.
Ab 1990 blicken wir nun auf zwei zusammengehörende Bibliotheken, die heute die Deutsche Nationalbibliothek sind, die Leipziger Deutsche Bücherei und die Deutsche Bibliothek, jetzt fange ich selber schon an, mich zu verheddern, die Deutsche Bibliothek hier in Frankfurt am Main. Auch hier in der 1946 gegründeten Deutschen Bibliothek gab es ein Sondermagazin, in dem unter anderem aufgedeckte Plagiate, durch gerichtliche Urteile von der Verbreitung ausgeschlossene Werke sowie auch Pornografie unter Verschluss gehalten wurden. Anfang der 2000er Jahre wurde aus diesem Sondermagazin, vor allem aus Gründen des begrenzten Platzes, all das herausgenommen und in die allgemeinen Magazine zurückgeführt, was nicht aus rechtlichen Gründen weiterhin unter Verschluss zu halten ist. Anfang der 90er Jahre, nach dem Ende der DDR, wurde in der Deutschen Bücherei in Leipzig der gesamte separierte Bestand aufgelöst. Die Bücher und Zeitschriften wurden an ihren eigentlichen Platz im Magazin zurückgestellt, eingereiht. Nebenbei hatte das auch ganz pragmatische Gründe, denn die konservatorischen Bedingungen in diesen Magazinräumen waren, gelinde gesagt, wenig optimal und die Bände sind in den besser klimatisierten Räumlichkeiten der Magazine viel besser aufgehoben. Vor allem aber hatten die Erfahrungen der eigenen Geschichte, über das die bis dahin vier Staatsformen hinweg gelehrt, dass das Wegsperren von Büchern vor ihren Leserinnen und Lesern stets ein Akt staatlichen Handelns ist und dass dieses nicht die Aufgabe von Bibliotheken sein kann und sein darf. Und dennoch gibt es weiterhin in der Deutschen Nationalbibliothek Schränke im Magazin, in denen Publikationen aufbewahrt werden, die nicht ohne weiteres in den Lesesaal ausgeliehen werden können. Ausschlaggebend dafür sind jetzt auch vor allem rechtliche Gründe für die Benutzungsbeschränkung. Das sind strafrechtliche Normen wie das Verbot der Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole oder das Verbot der Leugnung des Holocaust. Haben wir heute schon einige Beispiele gesehen. Und es sind zum Beispiel gerichtlich festgestellte Verletzungen von Persönlichkeitsrechten oder des Urheberrechts. Hier verlangt die Deutsche Nationalbibliothek jedoch stets einen juristisch vollstreckbaren Titel. Also das ist keine subjektive Entscheidung, sondern hier vertrauen wir auf die Justiz und ihre Entscheidung. Zunehmend sind wir heute mit dem Ersuchen von Urheberinnen und Urhebern von häufig elektronisch publizierten, aber auch gedruckten Werken konfrontiert, die erst nach der Veröffentlichung entdecken, dass es so etwas wie einen Datenschutz in der Europäischen Union gibt. Und dass man also keine Namens- und Adresslisten so fröhlich in die Welt setzen darf. In solchen Fällen wie auch bei Veröffentlichung, die patentrechtlich schützenswerte Inhalte aufweisen, da sind wir beim Wirtschaftsrecht, steht die Deutsche Nationalbibliothek vor der Alternative, die Publikation entweder zurückzugeben oder zu vernichten oder sie aber in der Sammlung zu behalten und sie zumindest zeitweise von der Nutzung auszuschließen. Hier fällt die Entscheidung eigentlich generell zugunsten des Sammelns, Archivierens und Erhaltens und der Vollständigkeit der Sammlung. Um aber nur nicht mit einem falschen Eindruck zu enden, will ich an dieser Stelle anmerken, dass die heute separierten Werke tatsächlich nun in ein paar wenige Schränke passen und dass diese Schränke auch regelmäßig überprüft werden, ob das, was drinsteht, überhaupt noch schützenswert oder wegschließenswert ist. Auch das aus Gründen des Platzes. Vielen Dank.